Heute vergleiche ich das Xiaomi Redmi Note 6 Pro mit dem Redmi Note 9. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Fakten der Smartphones und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Redmi Note 9 eindeutig mit 62 zu 46 Punkten. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: Spritzwasserfestigkeit. Das Redmi Note 6 Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 0,7 mm dünner, 0,8 mm schmaler, 4,4 mm kürzer und 11,3% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das Redmi Note 9 knapp mit 62 zu 58 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 2,6% höhere Auflösung und 4,3% größere Bildschirmgröße. Das Redmi Note 6 Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 2% höhere Pixeldichte. Leistung. In der Kategorie Leistung sind beide Handys ebenbürtig mit 75 Punkten. Bei folgenden Merkmalen ist das Redmi Note 6 Pro besser: 2 GB mehr Arbeitsspeicher und hat NX-Bit. Das Redmi Note 9 hat bei folgenden Merkmalen überlegene Werte vorzuweisen: 8,8% schnellerer Prozessortakt, 64 GB mehr interner Speicher, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 467 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit und 0,6 höhere Version von eMMC. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Redmi Note 9 mit 56 zu 50 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 3,5-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 5,8% größere Blende bei minimaler Brennweite, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, unterstützt Serienbilder, hat Touch-Autofokus und verfügt über eine Zeitraffer-Funktion. Das Redmi Note 6 Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 1,9-fach mehr Megapixel der Frontkamera, 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat eine Frontkamera mit 2 Linsen und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Audio. Beim Punkt Audio kommen beide Smartphones auf 62 Punkte. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Eigenschaften. Akku. In der Kategorie Akku ist das Redmi Note 9 mit 65 zu 64 Punkten haarscharf vorne. Es punktet hier mit folgendem Vorteilen: 26% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Redmi Note 9 eindeutig mit 88 zu 76 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: unterstützt NFC, hat Typ-C USB-Anschluss, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und unterstützt sofortige Markierung. Ergebnis. Das Xiaomi Redmi Note 9 liegt in der Gesamtwertung mit 59 deutlich vor dem Xiaomi Redmi Note 6 Pro mit 51 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.